kuriose Vorhang auf für Hannes Ringelstädter. Marvin. Servus. Ja, guten Abend, guten Abend. Ja, erstmal zu meiner geografischen Einordnung. Ich komme aus der Gegend, wo Esoterik noch Marienerscheinung heißt. Niederbayern. Wo ist Niederbayern? Ganz unten. Aber es ist nicht der Arsch der Welt. Aber man kann ihn gut von dort sehen. Österreich. Ist nicht von mir. Stopp. Hey, nein, stopp. Stopp, nein, nein, nein. Hey, aufhören. Ist nicht von mir, ist nicht von mir. Würde ich nie sagen, ist nicht mal meine Meinung. Ist vom Reisinger Sepp Junior Junior, weil der Opa lebt noch. Alter Spätzl von mir, mit dem habe ich immer ministriert. Ne? Der Reisinger Sepp Junior Junior, aber mit dem war ich auch auf meinem ersten Open Air. Von Leichnamsprozession. Ja, es gibt ja so wunderbare katholische Lieder, ne? Also Meerstern, ich dich grüße zum Beispiel, wunderbares Lied. Ja? Bei uns war es immer so, der Mesner hat so eine Umhängebatterie dabei gehabt. Da war so ein Holzstab dran und oben war ein Lautsprecher angebracht. Und Meerstern, ich dich grüße, hat bei uns ungefähr immer so gelungen. Ungefähr. Ungefähr. Ja, auf jeden Fall, wenn Sepp jetzt getroffen haben, uns unterhalten über früher, dann hat er gesagt, Hannes, kannst du dich noch erinnern an die Dreifaltigkeit der dörflichen Züchtigung? Ein Watschen, ein Schein und ein Fotzen. Da habe ich gesagt, ja, muss man einmal erklären, die Unterschiede, was ist der Unterschied? Also bei der Watschen ist es so, da kann der, der sie hergibt, eigentlich gar nichts dafür, weil die fangt man sich. Der Vorteil bei der Watschen ist, dass man sich an alles, was vorher war, noch erinnern kann und man kann relativ traumafrei weiterleben. Zweite Stufe ist die Schein, das ist eine Art Geschenk. Die kriegt man. Bei der Schein ist wichtig diese Handformung, dass hier bequem ein Kinderohr Platz hat. Da haben Sie so eine frühkindliche Tinnitus-Erfahrung, also eine Stunde lang so ein dunkles Wummern im Hinterkopf. Und das ist auch das pädagogische Problem von der Schein, weil Sie können sich an die Stunde vorher nicht mehr erinnern. Das heißt, Sie wissen auch nicht mehr, warum Sie es gekriegt haben. Dann kommt die dritte Stufe, ein Fotzen, die haut man runter. Das kommt zur Stauchung des Kinderkörpers, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende an der Fotzen ist die Dislokation. Sie dürfen auf keinen Fall mehr da stehen, wo Sie vorher gestanden sind. Sonst war es maximal ein Schein. Die Profis dafür bei uns war die irdische Dreifaltigkeit, Pfarrer, Mesner, Klosterschwester. Vor allem die Klosterschwester war eine große, dicke, schwarze Frau mit Riesenhände. Man muss heute hinten noch, muss ich sagen, die hätte gar nichts anderes hergeben können als ein Fotzen. Auf jeden Fall hat mich die immer verfolgt durch den Kindergartengarten. Und ich bin immer davon und sie hinterher. Und am Ende des Kindergartengartens war ein Brennnesselfeld. Und unmittelbar vor diesem Brennnesselfeld bin ich scharf im 90-Grad-Winkel abgebogen. Und sie, like Batman. Like an extraordinary flying Klosterschwester. In diesem Brennnesselfeld detoniert. Und da lernt man viel über die kindliche Psyche. Weil Pseudolösung durch Verzögerung. Weil die Fotzen, die du gekriegt hast, wenn die wieder rauskommen ist, die war schlimmer als die, die es gekriegt hättest, wenn es nie reingefallen war. Genau. Herr Schmickler, haben Sie noch Verständnisfragen? Nein. Also ich...
Vielen Dank. Ich bin ganz sprachlos. Eben die Sache mit dem Kiffen und dem Marihuana. Jetzt gibt's hier Fotzen von der Oberschwester. Also. Du willst einfach lächeln. Nee, ist okay. Tolles Niveau hier. Was soll denn? Oh, jetzt aber. Da schwappt der Karneval rüber. Hannes Ingenstädter, Termine. Ja. Was haben wir denn? Meine Verehrung heißt das Programm. Ja. Am 1.6. hier im Schlachthof. Das nächste Mittwoch. Aha, ja, du weißt ja jetzt selber. Kannst gleich da bleiben. Wenn es etwas braucht, dann soll ich das sagen. www.hannesringelstädter.de. In Schrobenhausen war es der Sparrer so schlecht, weil er immer noch nicht weiß, dass der Mixer weg ist. Den erkläre ich dir später, Schmickler. Okay, katholisches Küchengerät. Echt? Da kommen wir hier so viele fromme Leute. Ja, sicher. Je näher man bei Rom ist, umso ungläubiger wird man. So, jetzt habe ich ein paar Fragen. Ja, bitte. Du spielst dein Programm. Gibt es zum Thema Offline noch irgendwelche Details nachzureichen? Naja, es ist halt so, es gibt eigentlich, heute wird man sagen, unter Menüs noch. Also bei der Watschen zum Beispiel ist es oft so gewesen, dass Kosten hat, jetzt fällt in Kürze der Watschenbaum um. Ja. Das ist anscheinend so eine Art Obstbaum, wo mehrere Drohhänger halt, die fallen dann runter einfach. Oder dass er sagt, zum Beispiel, es wäre eine überreif. Das ist dann wie bei jedem anderen Obstbaum auch, die kommt dann irgendwann. Dann gibt es in Amerika noch für Österreicher die Watschenlist. Was ist das? Watchlist. Wow. Du sollst das beruflich machen, Otti. Und bei der Schein, was gibt es sonst? Bei der Schein gibt es natürlich noch die Steigerung, das ist die Drumschein. Nicht zu recht mit der Scheinsau, das ist Kettering, glaube ich. Bei der Drumschein muss man allerdings aufpassen, dass man nicht schon in den Fotzenbereich reinkommt. Und bei der Fotzen gibt es nur Bockfotzen. Nein! Doch. Und der Riesenfotzen. Nein, ist nur schlimmer. Ein Backelfotzen. Das war immer ein Backel, also gibt es ja den Satz auch dazu. Ein Backelfotzen ist gleich aufgerissen. Das habe ich mir immer so vorgestellt als Kind. Als Kind habe ich mir gedacht, da ist so ein Paket und dann liegen da so mehrere Fotzen nebeneinander drin. Und man weiß halt leider nicht, welche rauskommen. Hör.